Ey Leute, es wäre sehr schön, wenn ihr mich abonniert auf Insta. Und gleich kommen wir zu einem Video, wo einer ausrastet. Wartet bis gleich. Der gute alte InstaTV ist also schon lang, also schon Monaten her oder so, keine Ahnung, Video. Ich feiere ihn auch, also so ein Ehrenmann. Also könnt ihn auch folgen. Also wenn ihr gefolgt habt, dann seid ihr Ehrenmänner. Und er hat ein Video gemacht, wo der ausrastet, sagen wir mal. Let's go! Seid ihr eurer! Alter! Ey Leute, ich hab aus Versehen, ich wollte ganz kurz Pause drücken, aber ich hab aus Versehen Video pausiert, egal. Ey, der Arme, der tut mir so leid. Ich hab ihn so gefeiert. Der ist so witzig wie noch was. Ich hoffe, er bekommt seinen YouTube-Account wieder zurück. Das war's, Jo. Ey, das ist frech, ganz ehrlich. 6,5 Stunden später. Jetzt redet gleich, ja. So, moin moin, wir haben eine Breaking News. Soeben wurden sämtliche YouTube-Kanäle von dem YouTuber It's Ozzy TV auf YouTube gesperrt. Denkt ihr nur, es ist vorbei? Nur weil ich auf YouTube weg bin? Nein, es hat gerade erst begonnen. Und egal, wie ihr euch wünscht, dass ich kein AMG mehr fahre, ich werde es trotzdem fahren. Ich werde Pfandflaschen sammeln, wenn es sein muss, damit ich den Tank bezahle. Aber ich werde fahren. Und niemand wird mich aufhalten können. Und jetzt kommt mein Statement-Video. In allen deutschen Frequenzen. Okay, jetzt nur Instagram. Aber trotzdem. Ja, Leute, ihr habt's mitbekommen, mein YouTube-Kanal wurde irrtümlicherweise deaktiviert. Das heißt, ich habe gerade keinen YouTube-Kanal und ich darf auch momentan keinen aufmachen. Amunaröm, was ist das? Aber jetzt kommen wir zu den wichtigsten Punkten, also gut zuhören. Also ihr wisst ja, mein Kanal wird gerade in YouTube gar nicht angezeigt, also ich bin gar nicht da, ich existiere gar nicht auf YouTube. Und wisst ihr, was das Ding ist? Jetzt gibt es so viele Leute, die so tun, als wären die ich und schreiben, ja, ich bin jetzt AsiTV, ich bin wieder da und so. Das stimmt nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht! Was labern die mit? Ich komm wieder aus, was labert ihr, Mann? Was seid ihr für Kinder? Walla Billa, was seid ihr für Kinder? Ganz aber ehrlich. Aber an alle, die diese Fake-Accounts erstellt haben, uns tun, als wäre ich. Ey, es gibt Leute, die schreiben, ja, Asiam ist wieder da und AsiTV hat gerade, also gerade hat er auch keinen Kanal immer noch. Ich hoffe, er bekommt morgen oder irgendwann mal zurück, aber in kurzer Zeit. Ich hoffe, er ist so ein Ehrenmann. Er hat auch Leute die Scammer wurde gescammt, die kennt ihr von Rettet die Welt und ja. Das Kanal wird zurückverfolgt, ihr kriegt Briefe nach Hause, fertig aus. Sich für jemand anderen ausgeben ist genauso strafbar, ihr seid so dumm. Egal, macht weiter, ihr werdet noch sehen, Walla Billa. Ich gebe euch höchstens einen Tag Zeit. Einen Tag und ihr kriegt alle Post, wart ab. Und dann gibt es noch so Allmann-YouTuber, die schreiben, ein Lichtblick in der deutschen YouTube-Geschichte, ja! Autobanane, was laberst du? Was laberst du? Meine letzten Videos waren alle ganz normal. Ich habe auf Beichen reagiert, ich habe auf Witze reagiert. Ich habe Gameplays hochgeladen. Was laberst du? Bin ich ein Jo-Olli oder was? Ein Lichtblick in der deutschen YouTube-Geschichte. Bin ich ein Terrorist? Nur weil ich Türke bin? Was ist dein Problem? Ich feiere das Smiley. Teilt das Video jedem weiter. Und wie gesagt, ich feiere das Smiley. Baba einfach. Und zwar It's Ozzy TV, ganz normal auf Instagram. Teilt es weiter, sagt jedem Bescheid. Und jetzt kommt das Wichtigste von allen. Hört gut zu. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ich weiß, ihr guckt noch andere YouTuber, die euch wichtig sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ihr guckt sehr viele YouTuber und die wollt ihr auch unterstützen. Das kann ich auch verstehen. Aber momentan, Bruder, brauche ich am meisten die Unterstützung. Deswegen tut mir einen Gefallen. Benutzt einfach die ganze Zeit meinen Creator-Code. Magito, bitte, ich schwärme mich. Das ist sehr wichtig. Sagt jedem, die sollen das benutzen. Mehr will ich nicht. Ich will nur, dass ihr den benutzt. Benutzt den einfach. Ihr müsst den nur eintippen. Tippt den einfach ein und ich schwöre auf mein Leben, das ist das Beste, was ihr tut.
tun könnt. Wenn ihr mir helfen wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt, tut genau das. Weil ich weiß nicht, wie lange ich noch auf YouTube gesperrt bin. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht ist mein Account morgen wieder da, vielleicht in 10 Tagen, vielleicht in 20 Tagen, man weiß es noch nicht. Und alle YouTube-Videos, die ihr gerade in YouTube seht von mir, das bin ich alles nicht. Dieses Esken-Video, wo ich ihn angeblich zerstöre, Oma, das ist ein Jahr alt, Land, das ist uralt. Weißt, das laden die jetzt hoch und ihr sagt, oh, wir das ist wirklich alt. Oder die laden alte Videos hoch, tun so, ich als wäre ich. Also, mein YouTube-Account wird bald wieder entsperrt. Wie gesagt, sagt jedem Bescheid, dass die auf Insta bei mir vorbeischauen sollen, mein IGTV-Video sehen sollen. Und ja, Asiami, haut rein. Benutzt mein Creator-Code, Magito, bin ich nicht mehr, Miflo, ganz wichtig. Und ich schwör auf Koran, wenn sehr viele den benutzen, dann gibt's eine Überraschung von mir. Mehr sage ich nicht. Und jetzt haut rein. Adi. Okay, jetzt hat der gestern ein Video hochgeladen. Ich sagte nur eins. Meinerseits muss ich eine Sache sagen. War vielleicht nicht korrekt, dass ich hier unseren Sohn geschrieben habe, aber mich hat es gestern Abend so weggetriggert. Das ist ein Kritikpunkt meinerseits, den ich mir eingestehen muss. Monte, warum entschuldigst du dich dafür, dass du diesen Hurensohn genannt hast? Weil das ist ein Hurensohn. Ich meine, er hat doch Zuschauer auch damals beleidigt, oder nicht? Hä, wie, du kennst das nicht? Ja, Asiami, du kleiner Bastard, Alter. Ich fick dein Leben, du kleiner Hundesohn. Dein Vater ist ein Heuchler, du dreckiger kleiner Bastard, Alter. Ich fick dich und die gesamte Asiami. Ihr könnt mir so hart meine Eier lecken. Ja, bruh. Ey! Nein! Kann mir so hart meine Eier lecken. Bevor wir anfangen... Ich hasse Simix. Jetzt entschuldigt er sich und so danach, also ich hab, ich will jetzt auch nicht so Hate oder so geben. Ich gebe ihm auch keine Chance mehr. Aber guck mal, er hat voll viel Gewinnspiele gemacht. Und alles fake. Okay, also, sagen, also alles fake und so. Und danach, er sagt zu so einem Junge, ja, morgen kriegst du das Geld. Und danach, nach dieser Junge, der wartet 2 Monate sein Geld. Und nach will er wieder zurückhaben. Also das war 500 € Turnier. Und dann sagt er so, ja, 500 ist zu viel, 100 € ist okay. Also, er sagt so, ja, ich kann dir 500 € nicht geben, 100 ist genug und so. Er hat ihn immer damit hypnotisiert. Ich kann es. Ey Leute, mein Videos auf Dings, wie heißt es mal, abgestürzt. Kurz, Mensch, du bin ich richtig mehr mit Flo. Und ich hab's, ja. Und danach, Ding, und dann, ja, ich kann nicht reden. Ich bin so aggressiv gerade, ich schwör. Benutze es im Itemshop, dankeschön, okay, weiter geht's. Ja, Leute, ich habe schon vor einem Jahr Streit gehabt mit Cymex, aber ein Jahr später, erst jetzt kapiert ihr, dass Cymex eigentlich voll ekelhaft ist. Krass. Auf jeden Fall, ich habe das Ganze verfolgt. Ich sehe auch diese ganzen großen YouTuber, die reagieren alle drauf. Ich war ja auch mal ein großer YouTuber. Und alle meinten auch, Cymex ist ein ekelhafter. Aber dann hat ein YouTuber etwas gesagt, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Hört mal selber hin, das ist schon komisch. Hört mal hin. Cymex, also ich spreche auch nochmal persönlich jetzt hier zu dir. Also ich finde, weil jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Da, man hat Mist gebaut, du hast echt krassen Mist gebaut, obwohl man dir gesagt hat, Digga, pass lieber auf, was du da machst und so. Ich hab dich gewarnt, dies, das, hast du dann doch alles so durchgezogen. Wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute weiterhin auf YouTube. Es gibt nur eine zweite Chance, die dritte Chance gibt's definitiv nicht. Ja, er hat recht. Ich meine, ihr habt alle recht. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Auch ein Cymex. Och, es ist so schön, wie die Menschen alle zusammen... Was? Warte, was? Hä, wartet mal, er hat ein 500-Euro-Turnier damals gefaked und hat irgendwie das Geld nicht ausgezahlt? Also, ist jetzt nicht korrekt, fühle ich nicht, Digga, fühle ich nicht. Aber er hat ja trotzdem eine zweite Chance verdient. Hä, warte mal, wie, dann hat er ein 1000-Euro-Turnier gemacht, hat das nicht aufgelöst? Wie, echt? Und was hat er mit den Spendengeldern gemacht im Stream? Hat die behalten? Hä, und ich dachte, er hat die Spenden extra gesammelt, um noch mehr Gewinnspiele zu machen und Turniere zu machen. Ehrenmann. Naja, und laut unserer Tabelle hat er nicht nur eine Chance gehabt, sondern auch eine zweite Chance, die er vermasselt hat. Und laut meinen wissenschaftlichen Ergebnissen haben wir noch eine dritte Chance gegeben. Und dieses Mal ist der Coronavirus entstanden. Und was jetzt? Wollt ihr noch 5 andere Chancen geben? Ja, locker. Normalerweise würde Cymex jetzt sowas sagen wie... Warte, wen beleidige ich und was fake ich? Sag mal bitte jetzt. Kann fake sein, deine ganzen Gewinnspiele, Digga. Wo sind die gefaked? Wo sind die gefaked? Geh ins Vergraben. Wo sind die gefaked? Wo sind die gefaked? Zeig deine Beweise. Wo sind die gefaked? Tja, damals wurde dann aufgedeckt, dass es doch alles gefaked war. Und woher kam das? Ja, aus seinem eigenen Mund. Ich habe meinen Fehler eingesehen, so, weißt du, ich werde es nie wieder machen. Und es tut mir auch leid, so. Was soll ich denn sonst noch sagen? Ich sag
euch ehrlich, Leute, das war schon, seitdem ich ein kleines Kind war, mein Traum, so YouTube zu machen. Ich habe früher KSI, Wattisha, alle geschaut, FIFA-Matches, habe dann mit FIFA angefangen, hatte 11.000 Abos, Prones hat mich gepusht, dies, das, habe dann 2 Jahre kein YouTube gemacht, dann hatte ich so mäßig in diesem Sommer die Chance meines Lebens, habe nach einem Monat 30.000 Abos dazu gemacht, dann bin ich so größenwahnsinnig geworden. Dann dachte ich mir so, okay, du musst jetzt was Fetteres bringen, dass mehr Leute auf deinen Kanal kommen, dass dieser Hype nicht weggeht. Bring so 500 € Turnier, okay, Budi macht 1.000 € Turnier, ich muss nachlegen. Bam, zack, 1.000 € Turnier und ich habe mäßig gefaked so und sowas. So. Dreimal Scheiße gebaut, aber es interessiert niemanden. Er darf seinen Kanal behalten. Aber was macht er jetzt für Videos? Lass mal schauen. Ich habe jetzt 2 Optionen. Entweder ich lösche meinen Kanal, gebe auf und lass euch meine Community im Stich. Oder ich werde verdammt nochmal endlich meiner Vorbildsfunktion gerecht und statt mit Fake-Videos meiner Persönlichkeit punkten. Jetzt komm Lachflash. Jetzt komm... Cymex, meinst du etwa diese Persönlichkeit? Oh yes, baby. Es kommt bei mir. Dritten, jetzt noch No-Scope. Das ist Olaf. Er hier heißt Olaf. Richtig, Gustav. Stimmt, Lama nicht auf den Hintern. Nein, das ist nicht. Hey, ich weiß, ihr habt alle schmutzige Gedanken, aber das ist nicht das, wonach es aussieht. Wie lacht der? Das ist der größte Tryhard, den ich je gesehen habe. Habt ihr das gesehen? Ja, ihr wollt alle, dass er dafür seine gerechte Strafe bekommt? Ich auch. Deswegen habe ich bei Hells Angels angerufen und die haben sich um ihn gekümmert. Die Aufnahmen könnt ihr jetzt sehen. Aber Achtung, nichts für schwache Nerven. Ja, by the way, selbst seine Real-Life-Stories sind alle fake. Weil er hier sagt, Beef beendet mit einem Natus, dabei weiß jeder, dass der Beef mit einem Natus und Cymex total fake war. Die haben so getan, als ob die sich geschlagen haben und so. So richtig Beef hatten, wie lächerlich. Ah ja, Cymex hat darauf seine Klicks gemacht und hat alle Videos dann offline genommen. Krasser Ehrenmann. Über deine Beschreibung brauchen wir aber nicht zu reden, weil ein guter Freund von mir nicht mal... Aber egal, ist was anderes. Ciao. Ach ja, vergesst nicht, meinen Creator-Code einzutragen. Das muss ich nochmal erwähnen. Sehr wichtig. Und wie gesagt, ich bin nur auf Instagram gerade erreichbar. It's AsiTV. Bald wird mein YouTube-Account wieder aktiviert. Bis dahin bin ich hier aktiv. Jille. Ich wünsche, wenn wir ehrlich sind, die Leute, die jetzt einfach noch weiter wünschen, dass der Junge down geht, sind die Leute, die richtig gehässig sind und nicht einfach nur aus Grund von seinem Handeln ihn kritisiert haben, sondern einfach nur möchten, dass Menschen kaputt gehen. Ungemeine Brudere, du sagst falsch, meine Brudere. Ich kenne diese Junge, diese Lügen, immer Lügen, meine Brudere. Ich kenne diesen Namen, Bruder. Du kennst ihn nicht, wie man schreibt vor einem Jahr. Meine Bruder. Okay, jetzt tschüss. Wie gesagt, Unge gibt ihnen eine 2. Chance. Ich hab schon 4. Chance gegeben. Bei mir hat er reingeschissen. Tschüss. Der Arme, ganz ehrlich. Ich sag nicht zu Cymex, der Arme oder so. Und das ist auch witzig. Ich will bei Kenny Examen räumen. Halt mal höher, Bruder. Woo! Abus. Egal, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, hat es euch gefallen. Vergesst nicht, Like da zu lassen und mich zu abonnieren, denn dafür könnt ihr mich unterstützen. Und ja, ciao.